Hallihallo, Hallöchen, ihr lieben Leute da vor den Bildschirmen und herzlich willkommen vor dem Felsenmoorhang. Die letzte Folge war ja ein wenig kurz, aber wir haben die Hände des Meisterschmieds, die Finger des Meisterschmieds gefunden und müssen jetzt nach Narsulbur, also zur Orkfeste, und die ist, ja... Wenn ich jetzt noch meine Karte lesen könnte mit den ganz vielen markierten Dingern, dann könnte ich euch auch sagen, wohin wir müssen. Ungefähr nach links. Ich markiere mal nach da, denn dann können wir auch in der Karte wieder gucken, wo wir hin müssen. Also ungefähr in diese Richtung. Da gehen wir nämlich jetzt zu Fuß hin und sagen den Orks, dass wir ihre tollen Handschuhe gefunden haben. Und dann werden sie uns hoffentlich, hallo Elch, endlich in ihre Festung lassen. Huch, was war das denn? Plötzlich stehen geblieben. Und dann haben wir Orks als Verbündete. Ich finde das nicht verkehrt, denn die können ja ganz schön... Was ist das denn für eine krasse Brücke? Die sind ja sehr kriegerisch und können demnach auch ganz gut austeilen, was für uns bestimmt sinnvoll ist. Ich glaube, hier müssen wir noch rumlaufen, damit wir von der anderen Seite daran kommen. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern hier. Ja! Da ist der Wachturm und da ist die Frau, die uns das letzte Mal nicht reingelassen hat. So, mal gucken, wie das Ganze jetzt aussieht. Gute Frau. Ihr seid mit den Panzerhandschuhen zurückgekehrt. Genau. Tretet ein. Sprecht sofort mit unserem Häuptling. Ha! Sehr schön. Dann öffnen wir doch mal das Tor und gehen mal rein hier. Und das bei diesem wundervollen Wetter. Na, dann führe mich doch mal zu eurem Häuptling. Boah, da liegt ein Elch. Oh, Leute. Diese Grafik. Boah, und ein orkisches Langhaus. Bist du der Häuptling? Du siehst auf jeden Fall so aus. Hallo, Maualak. Ich fasse es nicht. Ihr habt die Finger des Meisterschmieds gefunden. Ich bin beeindruckt, Fremdling. Noch nie ist jemand von dieser Aufgabe zurückgekehrt. Naja, es war jetzt... Beim Kodex des Malakat. Ich ernenne euch zum Blutsverwandten der Orks. Yes! Lasst alle Festung wissen, dass ihr nun zur Familie gehört. Das, ich fühle mich geehrt. Ihr könnt gerne bei unseren Schmieden Orkwaffen und Rüstungen kaufen. Trainiert mit meinen Kriegern oder kauft Gifte bei der weisen Frau. Willkommen in unserer Festung, Blutsverwandter. Haha, ich bin der Blutsverwandter der Orks. Und du bist? Mein Bruder will mir ständig diese Fantasiegeschichten über meine Tanten und unseren Vater aufbinden. Er ist verrückt. Gehen wir doch mal in dieses Langhaus. Ich will mal sehen, wie so ein Langhaus von innen aussieht. Das finde ich jetzt richtig interessant. Ihr habt hier nichts verloren. Bitte? Ich bin eingeladen. Hallo, Yatul. Ihr habt hier nichts verloren. Naja, ist gut. Ihr hättet besser auf mich gehört. Was? Wachen, Hilfe! Ein Eindringling! Nein! Ich... Eure Verbrechen haben gekämpft gut und ich sorge dafür, dass euer Leichnam nicht entehrt wird. Was? Was? Ja, ich gehe ja schon raus. Mann, was ist denn hier los? Erst laden sie mich ein, dann machen sie mich fertig. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Willst du mich verarschen? Hätte ich jetzt nicht in dieses Langhaus gehen dürfen, oder was? Ich dachte, ich bin jetzt Blutsverwandter. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich werde euren Kopf als Trophäe behalten. Das glaube ich eher nicht. Oh, diese Orks, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Laden die mich ein, dann gehe ich in das Haus und dann machen die mich nieder. Na, scheiße! Mann, Dietrich, Gold. Na, immerhin haben die ein bisschen was dabei. Ich hoffe, ich bin jetzt... Trotzdem immer noch Freund der Orks. Das darf ja wohl nicht wahr sein.
Mann, das nervt mich jetzt schon so ein bisschen. Wheel of Pain Amulett. Okay. Warchief Rüstung. Die gebe ich mal. Oh, jetzt ist er nackt. Lydia, hast du Lust auf diese Warchief Rüstung? Ich bin direkt hinter euch. Möchtest du dich vielleicht tragen? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Hm, hm, hm. 59. Ja. Besser als deine alte Rüstung, wa? Geht ihr voran. Steht dir ganz gut, finde ich. Naja. Jetzt gerade noch zu der Magierin gucken. Wieso? Oh. Bin immer noch da. So. Geht ihr voran. Manchmal ist dieser, genau wie jetzt gerade, dieser Bug, dass ich nicht von der Frau los kann. Also, dass ich nicht weggucken kann, weil die Kamera nicht wieder rauszoomt. Jetzt geht's wieder. Sehr gut. Och, Paul, lauf mir doch nicht in den Weg. Oh, hier brennt alles. Gehe ich trotzdem mal durch. Was hat die noch so dabei? Dietriche, immer gerne. Ja, und sonst eigentlich nichts von Belang. Ja, Feuer ist leider, Feuer bringt leider immer so ein bisschen Frame-Einbruch, wie ihr gerade merkt, weil es hier nicht so richtig flüssig ist gerade. Die Tränke nehme ich auf jeden Fall mal mit. Orkische Pfeile nehme ich mit. Was haben wir hier noch? Oh, Expertenholztür. Mal gucken, ob ich die aufbrechen kann. Ach, verdammt. Komm, und das ist mein Schlossknacken 60. Yes. Vorratslager. Ebenerzstiefel. Mhm. Die bleiben mal hier. Das Eisenerz bleibt auch hier. Was haben wir in der Truhe noch so? Amulett von Zenitha nehme ich mit. Und Gold nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ebenerz. Das können wir mal mitnehmen. Ebenerzpfeil und noch mehr Ebenerzpfeile und noch mehr Ebenerz. Das nehmen wir auf jeden Fall alles noch mit. Ja. Und da brennt der Turm. Mann, ihr dämlichen Orks, ey. Ich geh auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal hier. Ja, Yatul, du hast den ganzen Scheiß angefangen hier. Dietrich nehme ich mit, das Gold nehme ich mit. Stahlpfeile nehme ich mit. Und die Finger des Meisterschmieds nehme ich dann auch wieder mit. Ist ja albern, die jetzt hier zu lassen. Da erfüllen wir eine Queste, ne? Und bringen den Questgeber postwendend um. So stelle ich mir Questerfüllung vor. Nicht. Steinhuscherei, die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Knoblauch nehme ich mit. Und jetzt trage ich schon wieder zu viel. Das darf doch nicht wahr sein. Ich muss echt kramlos werden. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe auch zu viele Seelensteine dabei. Habe ich eigentlich noch Sachen, die ich noch nicht probiert habe? Ja, Zutat weiß ich selber. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich kaum noch Sachen, die ich noch nicht probiert habe, oder? Also hier sind auf jeden Fall keine drunter. Gerade. Ne, die kenne ich alle schon. Schade, schade, schade. Na gut, dann werfe ich mal die beiden Zauberbücher weg und dann kann ich auch wieder rennen. Meistertruhe. Hm. Ich, ja, knack, das war klar. Hab nur noch 34 Dietriche. Zwei probiere ich noch aus oder drei und dann... Oh, diese Meistertruhen immer. Oh. Oh. Ah. Ah, verdammt. Na komm, den einen probiere ich noch. Ah. Ich war so knapp dran. Einen muss ich noch. Yes. Eine Meistertruhe geknackt.
Und da habe ich auch wieder 4 Dietriche, das ist auch super. Die 4, die ich jetzt, naja gut, ich habe ein paar mehr verbraucht, glaube ich, aber egal. Sahneschnitte. Sahneschnitten sehen irgendwie bei mir anders aus. Egal. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreiches? Nein, vielen Dank. Warum haben die Orks, ja, also Orks, einen geschichtlichen Überblick? Egal. Aber Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das Langhaus echt ziemlich schick. Und ich bin, obwohl wir hier echt Terror gemacht haben, ein bisschen froh, dass wir hier reingegangen sind, um zumindest mal so ein Orkhaus von innen gesehen zu haben. Ich meine, hat sich ja irgendwie doch schon gelohnt. Oh, da kann ich sogar noch was lernen hier. Seht ihr mal. Schwere Rüstung verbessert. Der Beistelltisch ist leider leer. Na gut. Oh, und eine fette Truhe noch. Die breche ich jetzt aber auch noch auf. Komm, Adeptenschloss. Das ist nicht wirklich, ja, kompliziert. Da ist sie schon offen. Gold. Pelzhelm des Beschwörens. Seelenstein. Steigert die Blitzresistenz um 40%. Ja, mitnehmen. Und dann kann Lydia noch ein bisschen was tragen. Ich gebe euch Deckung. Lydia? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Du musst bitte diesen Schild mir abnehmen. Den Stahlschild. Und die Finger des Meisterschmieds kannst du auch nehmen. Und den Pelzhelm kannst du auch nehmen. So. Ihr geht vor, ich folge. Oh, und da liegt noch Geld. Das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Karamellschlange. Okay, damit ist auch geklärt, dass Orks auf Süßigkeiten stehen. Boah, sieht das geil aus. Gehen wir wieder hier raus und gucken mal, wo wir jetzt hingehen. Ich würde ja vorschlagen, wir gehen mal wieder runter nach, wobei wir da auch eigentlich schnell reisen können. Da müssen wir jetzt nicht hinlatschen von hier aus. Nach Windhelm. Nein, ich möchte direkt zum Palast der Könige, bitte. Denn da haben wir ja immer noch ein paar Quests zu erledigen. Nämlich die das letzte Mal nicht funktioniert haben. Also in diesem Fläschchen, im weißen Fläschchen, so hieß, glaube ich, der Laden. Für diese vergessliche Magierin irgendwas zu finden, dann brauchen wir noch die Flasche Met oder was das auch immer war aus der Taverne. Und wir haben auch hier im Palast der Könige noch... Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Danke, Brunwulf. Krieg ist alles andere als glorreich. Das erzählen sie den Soldaten nur, damit sie ihr Leben riskieren. wir haben noch irgendeine Queste. Ich weiß gerade nicht mehr genau was. Ich weiß aber, dass mich noch irgendeine Queste hier reinführt, um irgendwas abzugeben. Gut, ich sende den Unblutigen hier mit euch. Habt ihr Lust, durch einen moderigen Kerker zu kriechen, um zu sehen, ob ihr Galmars Zackenkrone auftreiben könnt? Nicht so richtig, aber mit dir spreche ich gleich. Was haben diese Akademie-Magier überhaupt in Saartal zu suchen? Das ist ein Ort für die Toten der Nord, nicht für eure unheilvollen Experimente. Ja. Wie auch immer. Ich weiß nicht, warum du weißt, ob ich von da komme, aber egal. Kannst du mir irgendwas über Windhelm erzählen? Ich bin hier aufgewachsen. Ist kälter als Admora, aber dadurch wächst einem der Bart dicker. Diese Mauern haben eine lange Geschichte. Wir versuchen, ein neues Kapitel zu schreiben. Es ist schön, das miterleben zu dürfen. Hm. Und was macht ihr für den Jarl? Für Ulfric? Oh, keine offizielle Funktion. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er scheint meinen Rat zu schätzen und dafür bin ich ihm dankbar. Ich bin in kriegerischen Dingen nicht besonders bewandert. Und ich glaube, dass er sich ab und zu gerne eine unbedarfte Meinung anhört. Ach so, du bist also der Depp für alles. Na gut. Mögt ihr sich erreißen? Es ist gefährlich da draußen. Ich muss doch mal ganz kurz hier in mein Journal gucken, denn ich weiß, dass ich hier irgendwas machen muss, aber ich weiß absolut nicht mehr was. Da, lege den Eid ab. Nein, das war nicht der Fall. Da, das Gift Tollkirchenextrakt zu Wundpferd bringen. Also hier runter und dann rechts rum. Bist du Wundpferd? Nein, ich bin unterwegs, du bist nach ein Bauer. Um mich den Sturm mänteln. Dann gehen wir erstmal nach oben und gucken mal, ob wir Wundpferd oben finden. Meine Wurzeln liegen in Cyrodiil, aber Himmelsrand ist für mich so sehr Heimat wie für jeden Nord. Boah,
Das ist ja ganz schön groß hier. Bist du Wunpferd? Nein. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Tja. Ist Tuum eine Fertigkeit wie jede andere? Ganz schön schick hier oben. Ich bin direkt nett habt ihr es hier auf jeden Fall. Wo ist denn dieser Wunpferd? Auf jeden Fall gemütlich hier. Boah. Das ist ja... Sieht ja aus wie das Schwert von Cloud Strife hier aus Final Fantasy 7. Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Wo ist denn bitte Wunpferd? Da. Da sitzt er in der Ecke und hat sich versteckt, die Sau. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Oh, ich bin krank? Was auch immer man euch über meine Fähigkeiten erzählt hat, ist vermutlich wahr. In Ordnung. Hier ist übrigens eine Lieferung von Hillevi. Ach ja, der Extrakt. Gut. Ist natürlich giftig, aber kann durchaus nützlich sein. Ihr wollt wohl etwas für eure Mühen haben. Hier. Vielen Dank. Boah, 600 Gold, das ist aber eine Menge. Welche Art von Magie studiert ihr denn eigentlich? Alles, was ich nicht schon weiß. Gute Antwort. Auf dieser Welt dreht sich alles um die Macht. Man kann immer noch etwas davon finden, wenn man nur am richtigen Ort sucht. Das ist wohl wahr. Was habt ihr zu verkaufen? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Und ich hoffe auch ein paar Tränke. Denn ich muss einen Krankheit-Heilen-Trank finden. Nein. Das ist natürlich jetzt blöd, aber ich kann dir endlich mal Scheiß verkaufen. Das finde ich richtig gut. Na, die will ich auf jeden Fall noch behalten, auch wenn der 10 wiegt. Dremora ist immer ganz geil dabei zu haben. Die muss ich gleich mal anziehen. Schwarzen Stern behalte ich auf jeden Fall. Den goldenen Diamantring kannst du haben. Die Halskette des Feilschens kannst du haben. Smaragdring, silberne Saphir-Halskette. Die Schriftrollen behalte ich. Silberne Juwelen-Halskette. Wheel of Pain-Amulett kannst du gerne auch haben. Ja, und damit gib mir doch mal dein letztes Gold. Wunderbar. Stärke und Stahl sind ja schön und gut. Ja, finde ich auch, dass Stärke und Stahl schön und gut sind. Aber jetzt möchte ich erstmal bitte ganz kurz gucken, was ich... Ach. Aber die Magie ist die wahre Macht dieser Welt. Was ich für eine Krankheit habe. Rüttelfieber und Felsenhaxe. Na, ganz toll. Habe ich denn noch einen Krankheitstrank irgendwie? Natürlich nicht. Mist. Ne. Das ist doch blöde. Dann wäre jetzt so ein Schrein oder sowas wäre jetzt echt gut. Na gut, gehen wir erstmal hier wieder raus. Den Eid will ich nicht ablegen. Doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Natürlich mache ich keinen Ärger. Sieht so aus, als würde ich Ärger machen. Und dann möchte ich noch ins weiße Fläschchen und in die Taverne, um zu gucken, ob wir dieses Mal jetzt endlich diese blöden Questen abschließen können. Ihr genießt das Vertrauen des Jarl, mein Freund. Und damit auch das meine. Ah, Windhelm ist echt eine unfassbar hässliche Stadt, gell? Habt ihr schon Heugabeln finden können? In Windhelm zu arbeiten, so. Ist großartig. Da ist das weiße Fläschchen. Und jetzt muss ich gucken, ob ich... Ich glaube, das war ein Seelenstein oder sowas, ne? Ich bin mir nämlich gar nicht Seht mehr euch so nur sicher. Um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Danke, danke. Bringe das weiße Fläschchen zu Norelion. Ah. Ach so, stimmt. Das muss ich ja auch noch abgeben. Ahaha, kann ich ja gleich... Zwei Questen hier abschließen. Da, 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 da.
Mann, was war das denn hier? Da, das Skoma, genau, muss ich im, muss ich für steht im Flachen klauen aus der Taverne. Ah, genau, Vylandrias Seelenstein war hier. Noch einiges im Lager. So, und jetzt muss ich mich echt nochmal umgucken. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Vylandrias Beutel. Und da ist auch Vylandrias Seelenstein. Wunderbar. So, wo ist denn jetzt dein Meister eigentlich hin? Wo ist denn Aurelion? Also pennen ist er nicht, das ist schon mal schade. Ich hoffe, er ist oben. Sonst kann ich die zweite Quest hier schon wieder nicht abschließen. Da ist er doch. Aurelion? Müsst ihr mich ausgerechnet jetzt behelligen? Ja, muss ich. Ich hab's fast raus. Ich hab das Fläschchen, aber es ist leider beschädigt. Das entspricht sämtlichen Beschreibungen des Fläschchens, die ich in den Überlieferungen gefunden habe. Aber wenn es ausläuft, werden wir es nie erfahren. Wie habt ihr es denn geschafft, es zu beschädigen? Das habe ich nun davon, dass ich es nicht selbst geborgen habe. Ja, vielen Dank, Arschloch. Es war schon so, als ich es gefunden habe. Das dachte ich mir. Ihr besitzt wohl auch gar nicht die nötigen Kenntnisse, um das Fläschchen beschädigen zu können, selbst wenn ihr wolltet. Ja. Wie dem auch sei, damit wäre dieses Thema beendet. Hast du mich gerade dumm wenn genannt? Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Ich bin nicht in der Stimmung, Gäste zu unterhalten. Ihr findet sicher selbst hinaus. Ja, tue ich schon. Das ist für eure Mühen. Ich hoffe, es ist genug. 5 Gold? Willst du mich verarschen? Ich erschlag dich gleich, du Arsch! Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Was soll das denn? 5 Gold? Ich glaube, es hackt, du blöder Sack. Pff. Was für eine geizige Ratte. So. Ich möchte euch für eure Hilfe danken. Ich weiß, dass mein Meister manchmal etwas kurz angebunden sein kann. Kurz angebunden, vor allen Dingen im Geld. Der Typ hat mir nur 5 Septime gegeben. Was soll ich denn damit anfangen? Ach, das tut mir leid. Auch wenn das Fläschchen beschädigt war, glaube ich, dass eure Bemühungen eine Belohnung verdienen. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich möchte mich um Aurelion kümmern. Ich kann dafür sorgen, dass er an seinen letzten Tagen weniger Schmerzen leidet. Du willst bestimmt nur das weiße Fläschchen für dich selber haben, aber du darfst mir mein gerne Meister noch... Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Zeigen, ob du einen Trank für mich hast. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Ja, vor allen Dingen an den Tränken. Heilung, Heilung, Resistenzen, bla bla, Steigerung, bla, Trankunsichtbarkeit, Wasseratmung. Mann, hast du denn... Oh, kein Krankheitstrank, warum nicht? Oh, was könnt ihr eigentlich? Ihr seid so nicht zu gebrauchen, Leute. Aber ein paar Gesundheitstränke können wir noch kaufen hier. Ha, 666 Gold, das lasse ich ihm mal. Ich gehe dann mal wieder. Ja, gehe dann mal wieder. Mann. Oben war doch ein... Ah, ne, hier ist ein Alchemielabor. Kann ich denn einen Krankheit-Heilen-Trank nicht selber machen? Nein, kann ich nicht. Wie ätzend. Alchemie beenden, jawohl. Na gut, dann gehe ich jetzt noch in diese blöde Taverne und versuche jetzt auch noch diesen zweifach destillierten Skoma zu finden. Euch. Oh, und da haben wir schon wieder Abendrot. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So. Dann laufen wir mal schnell rüber hier. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin hier? Hier war irgendwo die Taverne, hier runter, genau. Die Stadt ist zu groß. Warum läufst du weg? Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Wer bist du? Ich respektiere Ambaris Renda ja sehr, aber seine Ansichten sind etwas extrem. Aha. Und warum rennst du weg? Und du wohnst im grauen Bezirk? Ich bin Dunkelelf und lebe in Windhelm. Also ja, ich lebe im grauen Bezirk.
Ihr müsst hier neu sein, sonst wüsstet ihr, dass man meinem Volk niemals erlauben würde, außerhalb dieses Elendsviertels zu leben. Ja, habe ich schon gehört. Lebt wohl, Freund. Gleichfalls. So, Taverne. Hier bin ich. Und jetzt will ich endlich dieses blöde Skoma finden. Ich dachte, im grauen Bezirk wäre es sicher für mein Kind. Ich habe mich geirrt. Setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. So, und jetzt nehme ich erstmal bitte eine Fackel in die Hand. Und jetzt gucke ich echt nochmal in jede Ecke. Es muss doch hier irgendwo sein. Zweifach destilliertes Koma suche ich. Warum liegt hier eigentlich eine kaiserliche Rüstung rum? Altowein, schade. Das Fass ist leer, kaiserliche Stiefel. Was hat denn der alles hier? Kleidung. In der Kommode ist es auch nicht. Da ist das Koma, ihr wollt mich doch verarschen. Aha. Na gut, dann haben wir die beiden Questen zumindest endlich mal abgeschlossen. Und die Fackel können wir wieder wegstecken. Ich hoffe, der hat das jetzt nicht mitbekommen hier. Haben sie nicht mitbekommen. Sehr schön, dann gehen wir wieder raus. Und verlassen Windhelm über die Docks. Im Club geht es in letzter Zeit nachts hoch her. Ich wette, dass Elda im Haus Kerzenschein ziemlich neidisch ist. Verlassen wir Windhelm über die Docks, weil da müsste sich auch steht im Flachen wieder rumtreiben. Da habe ich zumindest irgendwie die Erinnerung, dass wir ihn da das letzte Mal gesehen haben. Na? Oh, und da fangen die Nordlichter schon wieder an. Herrlich. So. Du bist eine Wache. Was ist los? Ja. Drachen? Nein, ich suche nur, steht im Flachen. So ein Echsentypen. Gesehen irgendwo? Die sind alle schon pennen gegangen, ich glaub's nicht. Paul, was machst du denn hier? Fred, meine ich. Ach Mann, ich bring meine Pferdenamen durcheinander. Da, Argonian Assemblage, da muss ich rein. Ihr habt ein Faible für Lederrüstungen, wie? Soll ja besonders sein. Ist das jetzt eine argonische Taverne hier unten oder was soll das sein, bitte? Wow. Hier leben also die Argoniker. Argonia, hä? Da, steht im Flachen. Du bist ja riesig. Achso, du stehst auf einer Bank. Haha. Was soll das jetzt? Lasst mich in Ruhe. In Ordnung, aber ich hätte hier dein zweifach destilliertes Skoma. Danke vielmals. Hier, ich gebe euch ein paar Ratschläge, wie man nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich würde mich nicht beschweren, wenn ihr mir ein bisschen Skuma bringen würdet. Hab ich dir doch gerade gebracht. Die Nord wissen uns nicht zu schätzen. Na und? Ich weiß sie auch nicht zu schätzen. Es ist unsere liebste Begleitung. Interessant hier drin. Na gut, gehen wir wieder raus. Euer Hinschein. Und dann werde ich mal ganz kurz in unsere Karte gucken, wo wir als nächstes hin müssen, würde ich sagen. Und da ist auch die Nacht schon wieder reingebrochen. Mein Gott, der Tag war wieder kurz. Zack. Ja, den Eid möchte ich immer noch nicht ablegen. Wir haben hier immer noch dieses Wrack der Winterkrieg und ich glaube, da reite ich jetzt auch mal hin. Denn was soll ich sonst hier machen? Lieber Fred, du musst jetzt durch kaltes Wasser reiten. Das tut mir sehr leid, aber wenn du hier schon hinkommst, dann musst du mich hier auch rausbringen. So viel steht mal fest. Hopp. Na komm, hoch aufs Eis. Na komm, das schaffst du. Na, muss ich jetzt außen rum hier. Mann. Oh, kaltes Wasser, kaltes Wasser, kaltes Wasser, kaltes Wasser.
So, wunderbar. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz gucken, wie ich da denn rumkomme. Dem Weg folgen, rechts rum. Ach du Scheiße, da muss ich ganz außen rum reiten. Das ist ja blöd. Kann ich da nicht einfach durchs Wasser? Ich reite mal links lang und versuche mal, übers Wasser dahin zu kommen. Also immer am Ufer entlang auf jeden Fall. Hier war doch irgendwo diese Höhle mit diesem komischen Troll auch noch, oder? Laluhof entdeckt. Frostdistelhof entdeckt, was man hier alles noch so entdeckt. Sehr interessant. Und reiten wir in diese wundervolle, von Nordlichtern erhellte Nacht. Ich hoffe, Lydia folgt mir auf Ellie. Was ist das denn hier? Ingolhügelgrab. Salz, Schneebären, 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 Fasanenbrust. Ingol und die Meeresgeister. Ja, ich würde sagen, dann lesen wir noch, worum es sich handelt und machen das Dungeon dann in der nächsten. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir sind jetzt hier am Ingolgrab. Oh, und haben einen Eisbären. Zu Besuch ein Schneebären. Den wir noch kurz erschlagen. Und uns sein Fell nehmen. Ihr lieben Leute, ich würde sagen, dieses Ingolgrab kommt mir gerade hier wie gerufen. Hier bleibe ich und lese Ingol und die Meeresgeister, sobald wir diese Queste anfangen. Also Anfang des nächsten Videos. Ich danke euch fürs Zugucken bei diesem Video, auch wenn es am Anfang mit den Orks ein klein wenig schief gegangen ist. Ich hoffe, wir sind trotzdem noch befreundet mit den Orks, aber die Orks sind ja eh kriegerisch. Also wenn die mich angreifen, müssen sie halt damit rechnen, dass sie sterben. Da unten gibt es Platz für eure Kommentare und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spiel. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zugucken. Tschüssi.